von den schrecklichen Ereignissen gerade. Ich hoffe, ihr macht euch alle bereit. Ihr wisst es. Wenn die Lobby offen ist, dann Ausrufezeichen Play in den Chat und dann könnt ihr mitmabeln. Ganz genau, Nick, ganz genau. Das Race-Menü, Random, Hard Landing. Ihr braucht auch nicht das Spiel oder so. Nur Ausrufezeichen Play ab jetzt in den Chat. Norabiles hält hier den Rekord. Nicht den Weltrekord, der ist noch 40 Minuten schneller, Sekunden. Ah, Norabilis ist hier Rekordhalter. Ich bin da, Nick ist da, Nora ist da. So, Kalle, viele, Lava. Und wer sonst noch alles am Start ist, kommen Sie rein. Der Erste, der zwei Rennen gewonnen hat, gut, da ist Norabilis Streambot. Der Erste, der zwei Rennen gewonnen hat, kriegt den Tagessieg. An die Kategorie ändern. Nee, nee. Sonst kommen nur noch mehr Leute dazu. Wir machen jetzt nur noch schnell Marbles und dann ist eh zu Ende. Da müssen wir jetzt nicht noch Leute aus der Marble-Kategorie dazu holen. So, viele ist da. Dann suche ich jetzt noch unseren traditionellen Marbles-Song raus. So lange hat man noch Zeit reinzukommen. Und wir sind ready. Anwesend bin ich, Nick, Nora, Noras Bot, Fiele und Lavakeller. Hoffen wir, dass das Ganze nicht zu lange geht. So. Let's go. Durch, hoppala. Hier durch die Startrille in den Trichter. Da sind wir unten. Norabilis ist hier Rekordhalter. Scheint mit Lavakeller an der Spitze zu sein. Wer wird diesen Trichter als erster verlassen und hier unten rauskommen? Wird es Norabilis sein? Wird es Lavakeller sein? Wird es jemand ganz anderes sein? Ah, man sieht, die Murmeln nähern sich. Wann fällt der Erste in das Loch? Oh, wo bin ich's? Oh, das sieht sehr gut aus für mich, würde ich sagen. Oh, es ist Norabile Spot, der Chatbot. Danach Lavakeller, dann ich. Dann Nick, Norabilis und viele ganz hinten. Hier ist Norabilis Rekord. Wir beobachten mal den Rekord. Denn man würde ja von einem Rekord erwarten, dass er hier ein ganzes Stück schneller ist. Also, was passiert hier? Es gibt sicherlich noch die Möglichkeit für Leute komplett rauszufliegen. So, wir gehen hier in den Action-Modus. Ganz bodennah. Hier und der Streambot ist rausgeflogen. Die Gefahr ist also real. Und hier sind wir. Hier bin ich. Hier ist viele. Hier ist der gute Nick. Und Norabilis Rekord wird nicht gebrochen. Lavakeller ist aber Erster und Norabilis selbst Zweiter. Hier haben wir viele und mich und Nick als Schlusslicht. Damit geht der erste Sieg an Norabilis. Der Streambot Avalon beschwert sich hier. Avalon cheatet doch, hä? Fake! Wir erinnern uns, erster Sieg,
Lavakeller. Und let's go. Ich und Nick sind da. Ghost ist hier Rekordhalter. Was soll dieses Kappa? Nee, das ist nicht Kappa, das ist LOL, ne? Jo, LOL, ey. Die LOL-Katze da. So, Norabilis hat einen weiteren Bot akquiriert. Ich bin hier. Norabilis und zwei Bots sind da. Lavakeller ist da. Auch an die neuen Zuschauer. Ich weiß, ihr seid. Ihr wollt eigentlich nur zugucken und nicht im Chat schreiben, aber ihr müsst euch nur kurz zur Tastatur bemühen und Ausrufezeichen Play eintippen. Dann könnt auch ihr dabei sein. Lavakeller hat noch Ledopeller dazu geholt und viele ist da. Wenn ich mir angucke, wie dick diese Lobby ist, kriege ich ein bisschen die Angst, dass das hier noch ein bisschen länger gehen könnte. Es geht so lange, bis einer zweimal gewonnen hat. Lavakeller führt mit einem Sieg. Das könnte noch ewig lange gehen. Oder Lavakeller gewinnt nochmal. Und dann sind die ganzen Bots und Fake-Accounts egal. Denn dann ist die Sache nach zwei Rennen vielleicht durch. Wie gesagt, Ghost hier Rekordhalter. Wurde aus dem Bett geholt. Warte, ich habe noch einen Handy-Account. Oh Gott. So, wer kommt hier als erster durch das Röhrengewirr? Oh, du dummer Idiot. Dreh dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden. Nicht so frech. Kleiner Scheißer, doch. Na, ich vor Ghosts Rekord. Dann kommt Nick. Dann der zweite Bot von Norabilis. Dann Norabilis selbst. Lavakeller und viele. Da Ledopeller. Und hier ist Streambot Avalon. Die werden hier wohl nichts mehr zu melden haben. Oh, Nick auch an Ghosts Rekord vorbei. Ob Lavakeller hier noch eine große relevante Chance haben wird, die Nummer für uns zu beenden, damit wir alle ganz fix und früh ins Bett können. Früh ins Bett können um 2 Uhr nachts. Ah, Lavakeller ist schon mal an Nora vorbei. Oh, aber ich bin schon hier oben. Genauso wie Nick. Ghosts Rekord geht unten lang. Aber außer ihm tut das keiner. Oh, aber in der Waschmaschine werden wir alle aufgeholt. Das ist die Chance für Lavakeller. Nein, Lavakeller. Na gut. Setz dich gerade hin. Oh, danke. Lavakeller hat auf jeden Fall gut aufgeholt. Ist aber immer noch nur Dritter. Und es kommen nicht mehr so viele Hindernisse. Hier könnte man rausgeschossen werden. Aber Avalon und ich sind durchgekommen. Jetzt geht es noch in den Zauberball. Und der Erste, der hier rauskommt, wird wahrscheinlich auch gewinnen. Und das scheint der Bot Avalon zu sein. Lavakeller, lass dich doch nicht von einem Bot besiegen. Oh, Lavakeller, immer noch an dritter Stelle. Und hier gibt es keine weiteren Hindernisse mehr. Streambot Avalon ist raus. Aber Bot Avalon hat gewonnen. Dann ich, dann Lavakeller. Würde ja feiern, wenn Ledopeller Lavakeller den Sieg klaut. Oh, da ist wieder so ein Kauf-Follower-Bot. Moment mal. Den wollen wir hier nicht. Okay, viele braucht noch ein bisschen. So, erstmal die Nummer hier blocken, auch wenn das eh nicht so viel bringt. Ja, sperren, danke. Dann muss ich 3 Tage nur Spinat essen. Oh. Zack, random Track. Ein Sieg, Lavakeller. Ein Sieg, Bot Avalon.
Nächste Runde. Let's go. Fiele ist hier Rekordhalter. Mit knapp 2 Minuten. Ist also eine etwas längere Strecke. Wir haben Nick. Wir haben Lavakeller und Ledopeller. Wir haben Norabilis plus seine 2 Bots und viele. Dann sind wir wohl korrekt, komplett, wie es aussieht. Das nächste Rennen. Sollten Bot Avalon oder Lavakeller gewinnen? War's das für den Abend? Let's go. Oh. Und ja, viele für einen Rekordhalter relativ weit hinten. Aber auch dein Rekord. Oh, ich nehme alles zurück. Hier sind einige ordentlich durchgefallen, unter anderem auch Lavakeller. Vieles Rekord. Ach, die Strecke ist das. Oh Gott, die ist so schlimm. Ja, das ist eine sehr zähe und langwierige Strecke, befürchte ich. Denn hier hat man viel von sowas. Lavakeller. Oh, Lavakeller, beweg dich doch, du musst das hier gewinnen. Und Bot Avalon auch so weit hinten. Ja, gut. Schwierig. Gucken wir lieber mal auf die Leute, die hier vielleicht gewinnen. Das wären Ledopeller oder ich, aber Ledopeller liegt hier ordentlich vor. Oh, Ledopeller lässt sich hier kaum abbremsen. Na, ich habe wieder aufgeholt. Ist das dieser Burning Man? Ja, echt, Lidopelle, hast du kein Popeye geguckt? Spinat macht Muckis. Aber, oh, der Sieg scheint an mich zu gehen. Nur noch hier durch und. Jo. Ein Sieg, Lavakeller. Ein Sieg, Bot Avalon. Und ein Sieg, Moi. Hier dann Lidopeller. Ist der Spinatstrafe noch einmal entkommen? Und hier kommt Lavakeller, der uns für heute hätte erlösen können. Aber nein. Streambot Avalon. Oh, Norabilis. Besiegt Norabilis seinen eigenen Bot? Nein, die KI hat gewonnen. Es ist soweit, Skynet. Es ist Skynet-Zeit. Ah, wobei Bot Avalon beweist uns vielleicht das Gegenteil, denn er ist letzter geworden. Wir haben einen Sieg für mich, einen Sieg für Lavakeller, einen für Bot Avalon. Wir nähern uns dem Punkt, wo die Chance 50-50 ist, dass die nächste Runde die entscheidende ist. Jo, sagen wir mal so, wir haben einen Punkt gefunden, Eisprinzessin, an dem man gut aufhören kann. Aber wir machen dann nächste Woche Sonntag gerne weiter. Nee, nee, kein Desync. Wir haben normal aufgehört. Wir konnten bis zum Schluss ohne Verbindungsprobleme durchspielen. So. Von 8 Spielern haben 3 bereits einen Sieg. Oh, ich habe einen neuen Rekord. Sehr gut, da freue ich mich. Ein Grand Prix können wir auch mal machen. Das stimmt allerdings. Aber nicht mehr heute. Nicht bei dieser Uhrzeit. Alter, wow. Defi. Mit 21 Leuten. Scheiße. Nein. Leute. Wir werden nie ins Bett kommen. No. Hallo. Smusel.
Hallo, Defi. Oh, nice, du hast hier. Ach, guck mal, Rocco mit Afro. Sehr gute Emotes. Sehr gut. Gefallen mir jetzt schon sehr gut. Hallo, Snow Nation. Jetzt geht's richtig los hier. Ja, du sagst es, Norabilis. Da, so, Snushi ist schon da. So, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, die Nummer läuft folgendermaßen. Jo, moin. Moin, Berliner Retro-Gamer. Die Nummer läuft folgendermaßen. Wenn ihr Ausrufezeichen Play in den Chat schreibt, dann könnt ihr hier mit dabei sein. Und wir spielen so lange, bis einer zweimal gewonnen hat. Der ist dann der Tagessieger. Moinsen Raider. Hallo, die Ente. Ach du Scheiße. Rück das Brot raus. Ist das ein Traeka-Emote? Nee. Die Ente, guck mal, kenne ich gar nicht. Rückt das Brot raus, Alter, direkt mit dem Messer hier bedroht. Hallo, Daddy Duddelt. Scheiße. Norantis hat sogar noch einen Zusatz. Oi, danke für den Follow, die Ente. Du hast sehr nice Emotes. Zumindest dieses eine, rückt das. Das mit dem Messer, das ist schon Luxus. Norab kriegt dreimal Werbung. Das ist die Strafe. So. Herzchenente. Na gut. Bleiben wir dabei. Ihr habt noch ein paar Sekunden Zeit, um Ausrufezeichen Play zu drücken und dabei zu sein. Aktuell dabei sind Lavakeller und Ledopeller, ich, Nick Black, Norabilis und seine drei Bots. Beziehungsweise zwei Bots und sein Handy-Account. Viele. Snooshi, Smoozle, Daddy Duddelt, Defi und die Ente. Defi, extra nicht. Weil ich will nicht, dass jetzt eigentlich nicht, dass zu viele Leute dazukommen. Denn wenn jetzt zu viele Leute mitspielen, dann dauert das mitunter sehr, sehr lange, bis einer zweimal gewonnen hat. Darum lasse ich das zum Ausklang des Abends immer noch auf der letzten Kategorie. Aber da habt ihr uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn jetzt kann das hier noch eine lange Nummer werden. Bereits einmal gewonnen haben Lavakeller, Bot Avalon und ich. Sollte einer von uns dreien gewinnen, dann war's das. Aber bei so vielen Leuten ist die Chance recht hoch, dass es nicht so ausgehen wird. Das ist sicherlich eine der vollsten Lobbys, die wir je hatten. Deshalb habe ich meine Bots geholt, ja. Und es geht los. Wir machen die Musik an. Hoppala. So. Defi führt sogar. Wird man erstmal zur Begrüßung mit vier Werbespots bombardiert. Ah, Smooshy, es tut mir leid. So, Lava Keller vorne. Dann Nick. Oh, es sind sehr viele Leute. Oh, Smooshy, was ist das denn hier für ein Symbol? Bist du etwa nicht das erste Mal in einer Marbles Lobby? Du hast ja sogar so einen Schweif mit Sternchen. Schick. So. Lavakeller, oh, Lavakeller scheint zu führen. Und wenn Lavakeller gewinnt, dann hat er seinen zweiten Sieg. Und damit wäre das dann das letzte Rennen. Also, wenn ihr das verhindern wollt, dann müsst ihr aber Gas geben hier. Ledopeller und Snooshi. Ah, knapp dahinter. Boah, Lavakeller lässt sich aber auch hier nicht groß aufhalten. Hier sind direkt drei Contender, die hier werden ihnen den Sieg abzuluxen. Da namentlich Noras Handy-Account, Ledopeller und Snooshi. Oh, Snooshi aufgehalten. Überholt von mir. Auch ich bin einer von denen, die bereits einen Sieg haben. Das sieht doch bisher ganz gut aus, als würden wir doch früh ins Bett kommen.
Nick geht rechts rum. Ich, Noras Handy-Account und Dedo Peller folgen Laberkeller. Bisher die beiden Führenden. Oh! Oh ne! Dedo Peller zieht vorbei. Oh, Dedo Peller erarbeitet sich einen ordentlichen Vorsprung. Hier ist mein Rekord und Nick Black. Jetzt sieht's doch plötzlich so aus, als würde es zumindest noch ein weiteres Rennen danach geben. Dedo Peller aufgehalten, Nick jetzt vorne. Und Noras Handy-Account auf der anderen Seite. Aber Nick einen ordentlichen Vorsprung. Aber den hatte Laberkeller zuvor auch. Das verleitet zu der Annahme, dass das vielleicht nicht so viel heißen mag. Einmal kurz gucken wir nach vorne. Da sind nicht mehr so viele Hindernisse, die einen noch aufhalten könnten. Die Chancen stehen gut, dass Nick, Dedo Peller oder Noras Handy-Account hier jetzt den Sieg davontragen. Aber hier, oh, Laberkeller von den Eiszapfen aufgehalten worden. Da komme ich mit Karacho. Oi. Aber nein, Nick wurde nicht mehr eingeholt. Das heißt, es wird zumindest eine weitere Runde geben. Nick hat hier gewonnen und hat einen neuen Rekord aufgestellt. Dann komme ich als Zweiter. Streambot, Avalon und Dedo Peller. Dann Nora. Und Laberkeller immer noch sehr weit hinten. Hier Daddy Duddled und Norabilis. Hier kommen Defi und Snushi Smoozle. Whoop. So, und viele, die Ente und Laberkeller und Bot Avalon. Seltsamerweise schon zum zweiten Mal in Folge. Offenbar letzter. Jetzt bin ich ja gespannt, wie viele XP das hier gibt mit der Runde. Na nun, wo sind meine XP? Na gut, wie dem auch sei. Wir werden schon welche bekommen haben. Total aus der Puste. Das kann ich verstehen. Richtig Gas gegeben hier. Und die nächste Runde. Ausrufezeichen Play in den Chat. Ein Sieg gibt es. Langsam müssen wir anfangen, Buch zu führen. Ich habe einen Sieg. Streambot Avalon hat einen Sieg. Laberkeller hat einen Sieg. Und Nick hat einen Sieg. Warte, ich schreibe mir das hier auf. Ich notiere mir das jetzt. Ich vergesse das doch sonst safe. Ich. Der Avalon-Bot. Nick und Lava haben bereits eine Runde gewonnen. Dedo Peller hat auch einen Sieg. Stimmt das? Nein, das stimmt doch nicht. Du lügst. Jetzt wollte ich ins Bett und dann raidet der einen Marble-Stream. Ah, da kann man nicht. Da muss man dabei bleiben. Ja, Retro-Gamer, versuch mal eine Runde. Kommen Sie rein. Anwesend sind ich, Nick, Nora, Noras Handy, Noras erster Bot und zweiter Bot, Daddy Duddled, Dedo Peller, die Ente. Ach Gott, nein. Nein, die Ente holt jetzt auch noch alternative Accounts. Die Ente 1990, Defi, Laberkeller, Berlin Retro Gamer, Snushi, Smoozle und viele. Selber, immer dreimal mehr wie du. So. Was, du hast nur einen? Die Ente, ja. Da stand Crusader Kings 3. Ja. So, Leute. In 10 Sekunden geht's los. Wer noch rein will, muss sich beeilen. Morabilis mit einer Turtle Dove? Ah, die Turtle-Taube. Etwas verstörend. Oh, es geht schon los. Musik an. Ab geht's. Ja. Aber es gilt weiterhin. Sollte jemand gewinnen, der bereits einen Sieg hat, dann ist Schlafenszeit. Oh, die Übersicht zu behalten ist aber auch. Ile führt, dann Daddy Duddle,
3D generiert ist ja Rekordhalter. Ah, der Retro Gamer ist aber auch gut dabei. Und hier kommt in der Mitte Lavakeller. Lavakeller erneut unsere Chance auf ein frühes zu Bett gehen. Oh, Streambot Avalon, auch der hat bereits einen Sieg. Auch Avalon könnte hier den Sack zumachen für heute. Ist sogar noch vor dem Rekord von 3D generiert. Oh, oh, der Avalon-Bot sehr weit vorne. Da macht langsam bereits die Stimme schlapp hier. Vor Spannung und Aufregung. Hier auch Lavakeller. Die beiden Ersten könnten beide die Nummer für heute zu einem Ende bringen. Aber wer kommt als Erster aus der Zauberkugel? Es ist der Rekord. Und Defi! Boah. Defi hat hier irgendwelche Speedrunner-Strats angewendet. Ah, hat den Booster aber nicht wirklich gut mitnehmen können. Auch oh, durch die Waschtrommel. Oh, Defi scheint einen neuen Rekord zu wollen. Ah, hier gestoppt worden. Immer noch vor dem Rekord. Dann kommt Daddy Duddle, dann Ledopella. Dann der Streambot Avalon. Ah, da kann noch so manches passieren. So, der Rekord wieder vorne. Daddy daddelt vor Defi, dann Ledopella, dann Streambot Avalon, dann das Mittelfeld mit Bot Avalon, Herr Trips, das bin ich, Nick, Nora und Noras Handy-Account. Sehr, sehr viele Namen mittlerweile. Daddy daddelt immer noch sehr nah am Rekord. Nicht vor dem Rekord, aber vielleicht bald. Defi untenrum allerdings schneller gewesen. Und hier kommt das letzte wirkliche Hindernis. Wird sich hier nochmal alles ändern? Ah, der Rekord wieder vor Defi. Und ja, es ist besiegelt. 3D generiert behält seinen Rekord. Defi sorgt dafür, dass es noch eine weitere Runde geben muss. Zweiter wird Noras Handy-Account, dann Daddy Duddle, dann Ledopella, dann Bot Avalon. Viele Norabilis. Und er ist dann mit dem Streambot Avalon der Erste, der das hier hätte beenden können. Dann ich. Tja, und dann haben wir noch Nick und vor allem Lavakeller, die es ja so überhaupt nicht eilig haben. Oh, hier gemütlich über die Huckelpiste. Und nun, zack, komm, mein Kleiner, ab ins Ziel. Zack, zack. Hui. Random Track. Oh, die Ente. Wo Ente? Oh, das Emote muss ich mir auch angucken. Ente lost. Du bist wahrscheinlich aus der Bahn rausgeflogen oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Doch, doch, zum Schluss bist du nochmal Erster geworden, Defi. Oder habe ich was vercheckt? Deswegen schön Anker raus. Ja, Snushi, die Ente und der Retro Gamer sind leider rausgeflogen aus der Strecke. Ja, Ente war lost. Ja, Ente, die Ente war lost. Nee, 3D generiert war der Rekord. Also der aktuelle Rekord war das. Der wird immer mit angezeigt. Ach, das ja moin. Ach so. Ja gut, Lavakeller, machen wir trotzdem noch. So, Snushi erklärt es auch nochmal. Wir haben einen Sieg für mich. Jetzt habe ich hier irgendwas entfernt. Scheiße.
Wir haben einen Sieg für Avalon. Wir haben einen Sieg für Nick. Wir haben einen Sieg für Lavakeller. Und wir haben einen Sieg für Defi. Man darf gespannt sein, wer hier als nächster dran ist. Die Lobby ist voll. Streambot Avalon ist da. Bot Avalon ist da. Noras Handy-Account und Norabilis selbst sind da. Die vier sind alles Norabilis. Dann bin ich da. Daddy Duddelt. Die Ente. Defi, Nick, Berliner Retro Gamer, Snushi, Lavakeller, Ledopeller und viele. Moment, fehlt da nicht noch eine andere Ente? Da fehlt doch noch eine Ente. Übelst laut am Regnen. War es bei uns vorhin? Ledopeller, hör auf zu lügen. Ja, Lavakeller. Das hoffen wir doch sicher alle. Wir starten. Es geht los in 10 Sekunden. Wir machen den Soundtrack ready zum Abfeuern. 2, 1, let's go. Die falsche Ente ist in diverse Messer gerannt. Die Ente mit diesem Emote, die macht mir ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. In Berlin ist immer noch so warm. Oh, hier auch, aber auch feucht heute. Feucht und warm. Die meisten Leute hassen schwüles Wetter. Ich mag es irgendwie, um ehrlich zu sein. Boah, bei Norabilis regnet es durchs Fenster rein. Wenn es anfängt, durchs Fenster raus zu regnen, dann muss man sich Sorgen machen. Lüge ist eine Rüge für dich. Und... Erster ist Nora, dann die Ente, 1990. Die anscheinend richtige Ente. Katja hier Rekordhalterin. Hier bin ich, da ist Lavakeller. Und da kommt der ganze Rest. Und Nora. Also ich frage mich, sammeln wir gerade wirklich keine XP? Oder werden die nur nicht angezeigt gerade? Vielleicht haben die irgendwas geändert. Oh, die Ente! Wir sind ja schon... Oh, nö, Noras Handy-Account. Oh, oh. Nora, pass auf, die Ente schärft schon ihre Messer. Du lebst gefährlich. Die Ente fast Erste geworden. Aber nein. Ausgeentet. Noras Handy-Account hat gewonnen. Ihr wart allerdings beide schneller als der Rekord. Hier kommt Katjas Rekord. Hier ist der Bot Avalon. Dann Lavakeller. Hier wird viel getrommelt. Berlin Retro Gamer und Snushi. Dann kommen Defi und der Daddy. Dann ich. Gerade noch so reingekommen. Oh, Norabilis ist rausgeflogen. Sein Bot hat aber gewonnen. Norabilis einfach gegen alle seine Bots verloren. Und Nick wurde, oh, verbrannt. Das war eine schnellere Runde. Und damit sieht es wie folgt aus. Ich habe einen Sieg. Der Bot Avalon hat einen Sieg. Nick hat einen Sieg. Lava, Defi und Nora Handy haben einen Sieg. Und da fühlt sich schon wieder die Lobby. Holy moly. Kommen sie alle rein. Ja, diesmal sind ein paar mehr ins Ziel gekommen. No Season Running im Hauptbildschirm. Oh, wie fies wäre das denn? Wenn wir einmal so eine mega fette Lobby haben und da dürfen wir keine XP sammeln. Marbles, du fieses Scam-Spiel. Warum? Gut, anwesend. Ah, habt ihr versucht, euch alphabetisch zu ordnen, oder was? Daddy Duddelt, die Ente 1990, Defi, Ledopeller, Streambot Avalon, Nora Handy, ich, Bot Avalon und Norabilis selbst, Lavakeller, Snushi und Berlin Retro Gamer. Fehlen da welche? Keine Ahnung, ich habe den Überblick verloren.
In 10 Sekunden startet das nächste Rennen. 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Hier die Strecke über dem endlosen Kartoffelfeld. Wer gewinnt den Kartoffelpreis? Ich bin der Rekordhalter, aber Berlin Retro Gamer legt ordentlich vor. Ordentlich. Dann Snushi. Der Rest scheint sich sehr viel Zeit zu lassen. Besonders Streambot Avalon. Zur Hölle, wie kann man hier so lahmarschig sein, doch? Und Berlin Retro Gamer unten rausgekommen, vor dem Rekord. Snushi als Zweiter, immer noch mit einem recht großen Abstand. Der Retro Gamer scheint das hier für sich allein zu machen. Durch das Glockenspiel. Oh, wobei, Snushi und Ledopella holen gut auf. Einmal durch den, weiß ich nicht, Mähdrescher. So nennen wir ihn jetzt einfach. Durch die Pöller. Oh, rechts drum geschummelt hier. In die Zauberkugel. Es sieht so aus, als würde die einzige Frage sein, die sich hier noch gestellt wird. Bricht der Retro-Gamer den Rekord? Und es sieht so aus. Es sieht so aus, als würde mein Rekord bald eingestellt werden. Die doppelte Waschtrommel wird sie noch einmal alles ändern. Oh, der Retro-Gamer. Ein bisschen im Trichter stecken geblieben. Ah, und wird hier ganz schön rumgeschossen. Oh. Ist raus. Bricht den Rekord vielleicht doch nicht. Aber seit Anfang an durchgehend Erster. Daddy Duddle verabschiedet sich. Ledopella verabschiedet sich. Und der Berlin Retro Gamer ist ein Hindernis voraus. Und er wird tatsächlich Erster. Von Anfang bis Ende durchgehend die Führung behalten. Das war eine solide Leistung. Wenn auch keine Rekordleistung. Und jetzt heißt es warten. Hier kommt Nora. Hier kommt Noras Handy-Account. Du warst unsere Chance, ins Bett zu kommen. Vermasselt hast du's. Dann kommt Defi und Lavakeller, die Ente, der Avalon-Bot. Dann Streambot Avalon, Snushi und ich bin sogar letzter von allen, die es überlebt haben bisher. Ui, durchs Loch. Oh, oh. Nee, Snushi noch überholt. Wenigstens das zur Ehrenrettung. So, aus die Musik. Das Rennen ist vorbei. Verstehst du das nicht? Zack. Tatsächlich, Season Disabled. Warum? Was ist das für eine Boshaftigkeit? Ich möchte doch nur XP sammeln. Das wäre heute unsere Chance gewesen für saftige, saftige XP. Raging Pin. Nice, mein erster Sieg, sagt der Retro-Gamer. So sieht's aus. Miese 10 Sekunden zu spät. Ja. Was ist das für eine Strecke? Das ist die Kartoffelstrecke. Potato Strecko. So. Versammelt euch. Ich aktualisiere unsere Tabelle. Wir haben mich, Streambot Avalon, Nick, Lava, Defi, Noras Handy-Account und den Berliner Retro-Gamer. Das sind mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7 Leute, die hier den Sack zumachen könnten. Insgesamt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh. Wir haben 13 Teilnehmer und 7 Leute gerade hin. Danke. Und 13 haben und 7 haben bereits einen Sieg. Das heißt, Adam Riese verrät uns, die Chance ist über 50%, dass jetzt jemand seinen zweiten Sieg holt und den Abend für uns beendet. Der aktuelle Weltrekord liegt bei etwas über einer Minute.
Unser Rekord liegt bei etwas über 2 Minuten und wird gehalten von dem anwesenden Norabilis. Nein, Lido Pella, du kannst nicht Mod werden. Aus! Spannung, Spannung. Ui, bei Norabilis gewittert's. Nicht, dass ihm hier irgendwie der Blitz in den Computer einschlägt und er deswegen besonders schnell wird oder sowas in der Art. So. Ui, was ist geschehen? Daddy, danke für den Follow. Let's go. Diese Marvel Grand Prix machen wir nicht mehr immer, aber fast immer am Ende des Streams. Was regelmäßig dafür sorgt, dass ich einige Minuten, eine halbe Stunde oder länger später ins Bett komme, als ich eigentlich vorhatte. Aber was tut man nicht alles für den Spaß? So. Norabilis ist der Rekordhalter. Noras Handy-Account und Defi sind relativ weit vorne. Beide könnten die Nummer beenden. Nick, hat Nick schon einen Sieg? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe den Überblick verloren. Oh, Defi vorne. Nein, Defi sagt auf Wiedersehen. Lavakeller. Lavakeller und Noras Handy-Account und der Berlin Retro Gamer. Ja. Mittlerweile über die Hälfte der Teilnehmer haben bereits einen Sieg. Da müssen sich die Verbleibenden jetzt aber anstrengen, wenn die hier noch weitere Runden wollen. An mir liegt es nicht. Das ist allein eure Verantwortung. Oh, die Ente! Versucht zu fliegen, aber die Flügel waren gestutzt. Norabilis ebenfalls. Und Lavakeller und Nick. Der Bot Avalon ist jetzt Erster und der hat noch keinen Sieg. Der Standard-Avalon-Bot oder der Berlin-Retro-Gamer. Sollte der Retro-Gamer als Erster ins Ziel kommen, war's das. Oh, der Bot! Oh, noch nie habe ich erlebt, dass jemand so schnell die Mitte getroffen hat, um rauskatapultiert zu werden. Aber Moment mal, hat sie ihn zu weit rausgeschossen? Ist er tot? Das ist unerwartet. Und ich sag's euch nicht gerne, aber alle drei Leute, die noch im Rennen sind, haben schon einen Sieg. Das heißt, so oder so wird jetzt jemand den Tagessieg abstauben. Die Frage ist nur, wer? Der Berliner Retro Gamer, ich oder Norabiles Handy-Account? Wer auch immer gewinnt, am Ende wird es nochmal ein Bonusrennen geben mit meiner Lieblingskarte. Also stay tuned. Das Ziel ist es, in die Höhe geschossen zu werden. Moment, der Berlin Retro Gamer ist weg. Wo ist er? Da! Oh. Und damit ist er der Tagessieger. Nachdem er in seinen ersten beiden Rennen rausgeflogen ist, hat er jetzt zweimal hintereinander den Sieg geholt. Hier komme ich. Und Noras Handy-Account knapp hinterher. Herzlichen Glückwunsch. Oh, hallo Herr Niglet. Ja, ganz recht. This is the end. My only friend. The end. Das sage ich Ghost, aber ich bin voll lieb und bezaubernd. Na, zumindest bezaubernd stimmt vielleicht. Ja, da sind einige geflogen. Schiebung, Schummelbude. Nice, nice. Jo, David, gratuliert. Ja, Dedopella, ganz klar. 12 Siege hattest du eigentlich. Ich habe es genau gesehen. So, wir gehen ins Race-Menü. Der Retro-Gamer hat den Tagessieg. Und jetzt zum Abschluss nochmal meine absolute Lieblingsstrecke. Hier geht es nicht darum, wer Erster wird. Das interessiert kein Schwein. Hier geht es nur um eine Sache, und zwar, schafft es irgendjemand, den Rekord zu brechen? Denn lasst euch berichten
von der Legende von Marble Centauri. Einst gab es eine Spielerin, namentlich Big City Girl, die einen Rekord aufgestellt hat, der als unbrechbar galt. Doch dann, irgendwann kam Okane Totoa aus dem Nichts und hat den unbrechbaren Rekord gebrochen und damit einen doppelt unbrechbaren Rekord erzeugt. Die Frage ist, wird es irgendwer von euch schaffen, den doppelt unbrechbaren Rekord zu brechen und durch den Bruch des doppelt unbrechbaren Rekordes einen dreifach unbrechbaren Triple Unbreakable Rekord zu erzeugen? Irgendwie so. Darum geht's. Nicht wer Erster wird, sondern wer es vielleicht schafft, Okane Totoas Rekord zu brechen. Easy first try, sagt die Ente. Wir sind gespannt. Ledopella tentakelt im Chat herum. Norabilis trinkt einen Schluck aus dem Tetrapack. Der Bot Avalon, dem brennen die Augen. Noras Handy-Account hat eine verdammt coole Katze. Und Streambot Avalon stinkt ein bisschen. Was war das denn? Oh, was? Woo! Holy shit! Der Berlin Retro Gamer verschenkt einfach mal 5 Subs. Holy shit! Das nenne ich mal seinen Sieg feiern. Da wird richtig gegönnt. Und zwar gehen diese Subs raus an Pantoffel, an C-Dog. Oh, C-Dog ist oft da, der wird sich freuen. An Saveli. An Nick Black, guck mal Nick, du hast ein Sub-Geschenk bekommen. Was sagt man da? Und an Eisprinzessin. Yay! 5 Subs, erstmal Werbung hinterher. Andere Hype, andere Werbung. Ah, diese Werbung. Nein! Nein, Berlin Retro Gamer! Das kann doch nicht sein, jetzt kriegt der Werbung zur Belohnung. Twitch, warum bist du so? Nein, Benny Retro Gamer. Gibt sich dafür 3-mal Werbung. 2 noch. Oh. Okay, Nick ist wieder da. Norabilis sagt, er hat 10-mal Werbung. Ob das stimmt, weiß man nicht. Aber bei Norabilis ist es irgendwie immer ganz besonders wild. Holy moly. Wir warten natürlich. Oh. 2 mal 4 plus 2. Hm. Oh, Lilo Pella weint auch. Wir alle trauern um die. So, jetzt. Berlin Retro Gamer ist wieder da. Oh, Twitch ist immer so wild mit den Werbungen. Eigentlich. Gestern haben wir es uns nochmal angeguckt zusammen. 1 Minute 30 pro halber Stunde. Aber die Menge an Werbung, die die Leute bei mir kriegen, das ist halt wesentlich mehr, als ich eingestellt habe. Genauso wie nie alle mit raiden, wenn ich irgendwo hin raiden will. Twitch ist sehr gemein. Ich habe auch ein eigenes Herr Trips Forum. Kann ich nun Mod werden? Ledopella will wirklich einfach der Ghost-Imitator werden. Ah, gut. Ich hoffe, ihr habt es mittlerweile alle in die Lobby geschafft. Und jetzt mit der Energie von 5 Geschenksubs. Ja, wirklich, Defi. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, wenn du 1,30 pro halber Stunde hast an Werbezeit, dann kriegst du nicht diese Pre-Roll-Werbung, die am Anfang kommt, wenn jemand auf deinen Kanal kommt. Also du musst mindestens 90 Minuten pro voller Stunde haben. Oh, jetzt blitzt es draußen. Um die Pre-Roll-Werbung zu deaktivieren. Das ist alles, was ich weiß. Ghost ist mein Bruder, voilà. Ja, ich glaub's auch. So, jetzt genug getratscht. Anwesend sind Streambot Avalon, Noras Handy-Account, Bot Avalon und Norabilis. Außerdem Daddy Duddled und ich. Dip, 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 dip. Nick ist da, Ledopella ist da und Lavakeller, Snushi Smoozel, Defi, Berliner Retro Gamer und die Ente. Falls jemand noch nicht drinne ist, dann müsst ihr jetzt rein. Ah, nein, 90. Was? Nein. Moment. 3 Minuten Werbung pro voller Stunde. So. Oder eben 90 Sekunden pro
halber Stunde, so rum. Ey, es ist auch für mich die 8. Stunde. Ja. Bekeckt euch hier. Schreit mal Ghost rückwärts, kommt die Dopelle. Okay, da wird es noch verrückter. Wir starten. In 10 Sekunden geht's los. Schafft es jemand, den doppelt unbrechbaren Rekord von O'Kane Totoa zu schlagen? Wir finden es jetzt heraus. Wir hatten auf jeden Fall noch nie so viele Leute in der Lobby. Also die Chance, dass O'Kane besiegt wird, war noch nie so hoch. Er ist allerdings jetzt schon Erster. Und wir sind am Merkur. Der Merkur wird komplett umrundet. Euer Ledopeller haut 100 Kanalpunkte, 100 Streicheleinheiten in die Slot, während wir die Venus hinter uns lassen. Wir haben den Mond passiert, befinden uns auf der dunklen Seite der Erde. O'Kane Tortor ist lediglich im Mittelfeld. Nun ein Slingshot-Manöver um den Mars herum. Lavakeller, Norabilis, Ledopeller, Nick, Snooshi und Bot Avalon vor O'Kane. Aber oh ja, jetzt legt O'Kane zu. O'Kanes Rekord wieder an dritter Stelle. An zweiter und da ist er vorne. O'Kane hat damals einfach die Ideallinie gefahren. Man kann es nicht anders sagen. Jetzt unter den Jupiter. Wir gehen ganz nah ran. Action Cam Style. Da seht ihr euch vorbeischießen. Und es geht Richtung Saturn. Wir kürzen durch das schwarze Nichts des Weltraums ab. Und O'Kane macht den großen Sprung. Weit vor allen anderen. Und wir befinden uns auf direktem Wege zum Saturn. O'Kane weit vorne. Der doppelt unbrechbare Rekord zeigt, warum er doppelt unbrechbar ist. Und da kommt die Gang. Auf der Jagd, auf der Rekordhatz. Wer wird ihn aufholen? Wer wird überholen? Hier der pinke Block, Lavakeller, Norabilis und Nick. Aber okay. Man will fast sagen, uneinholbar weit vorne. Aber der Uranus. Boah, ja, die Stimme. Ihr seid live dabei, wie mir offenbar das die Stimmbänder zerrissen sind. Das ist alles, was zu meiner Stimme übrig ist. Ledopeller, Lavakeller, Nick und Norabilis auf der Jagd, aber wir müssen es sagen. O'Kane weiterhin unschlagbar. Doppelt unschlagbar. Er ist. Und Daddy Daddelt verabschiedet sich, hat gar keinen Bock mehr. Er ist einfach unser Usain Bolt. Niemand durchkreuzt das Sonnensystem schneller als er. Und das war's. Die Ente ist auch abgeflogen. Trink mal was, könnte helfen. So. Oh ja, hat na, ein kleines bisschen besser vielleicht. Und Norabilis sagt Tschüss. Streambot Avalon, Noras Handy-Account und ich. Beschämend, aber es ist wahr. Letzter. Diffys modernes Leben hat immerhin gewonnen, doch der Rekord bleibt weiterhin ungebrochen. Tja, und der größte Skandal von allem. Wir haben keinen einzigen XP davon bekommen.
Frechheit, Skandal. Ich verurteile das. Aber gut. Ach ja, oh, Lido Pella, ja. Ein kleiner Erfolg immerhin. Gut. Ich muss jetzt noch ein Versprechen einlösen. Ich wollte gerade schon sagen, wir sind am Ende des Streams. Ja, XP-Anzeige ist leider raus. Frecherweise. So. Und zwar habe ich versprochen, dass wir... Ja, moin! Ja, moin! Dieses Ja, moin in ein Command umwandeln. Ja, moin! Tja, wir werden jetzt schon... Was zur Hölle ist das? Ja, moin! Die koreanische... Halt's Maul jetzt. Amurant? Keine Ahnung. So. Eigentlich wollte ich euch jetzt schon verabschieden und ganz gemütlich mit euch die Credits machen, euch verabschieden und noch wen raiden. Aber Lavakeller besteht darauf, dass wir das jetzt noch machen. Also machen wir das. Wir laden den Clip herunter. Wir öffnen Shotcut. Pass mal auf, das machen wir jetzt im heftigsten Schnelldurchlauf. So, wir öffnen die Nummer hier in einem Ordner. Yo, guten Abend an alle, die jetzt gehen. Oh, die letzte Schokolade und verstecke mich. Lido Pella, du hast nichts gewonnen. In deinem ganzen Leben hast du noch nichts gewonnen. Und gute Nacht, Daddy Duddled. So, let's go. Ja, moin. So, wir kürzen das hier ein bisschen ein. Ja, moin. So. Lululul. Einmal Test hören. Ja, moin. Gut, machen wir ruhig noch so kurz. Zack. Dann packen wir die Nummer hier rein. Wir sagen... Ja, moin. Trenne Audio. So. Das hier ist die Videospur. Die löschen wir. So, bist du gelöscht? Ja. Und jetzt haben wir nur noch die Audiospur hier unten. Moment, was? Okay, ich habe es offensichtlich komplett falsch gemacht. Und nochmal auf Anfang. Ja, moin. Scheiße. Nee, bitte mach jetzt nichts. Ich muss doch auch in die Haie. Ich wollte das auch ganz schnell machen. Ein Macher wie ich. Nein. So, let's go. Also, zweiter Anlauf. Ja. So. Von hier bis hier. Ja, moin. Perfekt. So, hier runter. Ja, moin. Trenne Audio. So. Das hier ist die Audiospur. Ja. Und das hier ist die Videospur. Und die soll weg. So. Ja, moin. So, das brauchen wir jetzt noch. Zack, Filter an. In wesentlich lauter. Pop. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu laut. Ja, moin. So. Und das exportieren wir jetzt. Zack. Als MP3 exportieren wir das in Downloads. Moin. Mit J. Okay. So, zack, weg damit. Ich hätte die Audiospur mit VLC rausgezogen und damit Audacity geschnitten. Aber dein Weg ist auch interessant. Ja, der Witz ist, ich kann das alles nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das immer auf den einzigen Wegen, die ich kann. Wenn es schnell gehen soll, geht gar nichts. Ja, absolut. Preis 100, so dass Spielsüchtige wie ich sich das leisten können. Die Spielsüchtigen, ja, gut. So, Stream Elements. Seht ihr, und jetzt sind schon 4 Leute weg, die hätten mitraiden können gleich. Ah gut, so ist es nun mal. So, der Sport. Wie geht das alles jetzt nochmal? Loyalty? Nee, Stream Store. Jo, Stream Store, das war das.
Und jetzt geht's ab. Create new item. Sound effect. Name. Ja, moin. Beschreibung. Ja, moin. Item kosten 100. Na gut, aber dafür ein Cooldown von 10 Minuten. 600 Sekunden. Ha. Krieger. Krieger. Bla bla bla. Next. Preview Asset haben wir noch. Ah, wir haben den Sound. Da ist er. Ah, lassen wir erstmal so. Nein. Nein. Chat, ja. Ja. Nicht Subscriber-only, sondern Assi-Sachen machen wir nicht. Der Command ist... Moin! Oh, Moment. Hier. So. Next. Ah, und save, das wäre schon. Mal gucken. Ja, moin! Ich mache noch ein bisschen lauter. Noch ein bisschen lauter, ungefähr so. Ja, moin! Fühlt sich ehrlich gesagt nicht viel lauter an. Was? Nick gibt an. Oh, Nick protzt hier mit seinen 40.773 Streicheleinheiten. Womit er Platz 10 auf der besten Liste ist. So. Und jetzt kommt der crazy Teil, wo ich wieder überlegen muss, wie das nochmal ging. Chatbot, Chat Commands, Custom Commands. Wir gucken uns hier nochmal an. So. Das hier brauchen wir. Steuerung C, diese Codezeile. Und jetzt einen neuen Command. Ausrufezeichen. Moin. Redeem. Moin. Wo ist hier der Advanced Settings? Command Costs sind 100. Cooldown. Sind das jetzt Minuten oder? Oder Sekunden. Ja, moin! Ja, es hat funktioniert. Lavakeller hat es direkt ausprobiert. Und es hat 100 Streicheleinheiten gekostet. Perfekt. Neben der Maus. So, jetzt müssen wir noch. Bevor wir das vergessen. Wo ist hier Commands? Hier. Moment, was? Nee, und Custom Commands. Befehle, so. Auch hier packen wir den dann nochmal mit rein. Hier hinter Typ von mir aus. Zack, Ausrufezeichen. Moin. So, dann ist er auch hier in unserer Command-Liste mit drin, die abrufbar ist. Es ist gesaved. Und damit haben wir es hinbekommen. War doch kurz und schmerzlos, oder was? Ich finde, das war kurz und schmerzlos. Und wir haben nur 5 Zuschauer verloren für den bevorstehenden Raid. Ich empfehle dann dumm. Ah, leider nicht genug Streicheleinheiten. Mensch, schade, da kann ich ja gar nicht dumm genannt werden. Mensch, 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 Mensch. So, hier vor unserer schönen Weltkarte. Oh, du dummer Idiot. Dreh dich doch erst ein bisschen weiter. Jetzt bist du letzter geworden. So. Jetzt. Attention. Fürchtet euch nicht. Hey, von Stream-Elements habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung. Was mir zeigt, einen eigenen Bot zusammen. Oh, ja, das ist wieder zu krass für mich, einen eigenen Bot. Norabiles, der könnte sowas sicher. Ja. Alles, was ich weiß, weiß ich durch YouTube-Tutorials.
Setz dich gerade hin. Danke. Was ich sagen wollte, fürchtet euch nicht vor diesem schwarzen Bildschirm. Denn während dieser schwarze Bildschirm hier ist, tausche ich den Minifeed durch die Legacy-Ereignisse ein. Ich habe keine Bots. Geh auf Live-Actions. Diese werden geladen und wir sagen Roll Credits. Und heute gibt es einige Kredite zu verteilen. Wir bedanken uns, wie immer, zuallererst bei unserem Moderator, dem Stream Elements Chatbot. Danke für deine chattige Bodigkeit, mit der du uns moderierst. Und die Follower des Tages, Daddy Duddelt, die Ente 1990, Snushi Smoozel, Asmo und Slowbro. Asmo und Slowbro noch während Geotastic ganz früh. Und holy shit, die Subs des Tages, El Lobo und Pantoffel, sowie C-Dog, Saveli und Eisprinzessin und Nick Black. Beziehungsweise... So, hier sind wir wieder. El Lobo hat abonniert mit Prime und C-Dog, Saveli, Nick Black und die Eisprinzessin sowie Pantoffel haben ihre Subs geschenkt bekommen vom Berliner Retro Gamer. Ein weiteres Mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Und mir fallen plötzlich noch zwei neue Sachen ein. Oh Leute, der Raid verzögert sich nochmal. Der Raid verzögert sich nochmal. Aber trotzdem, wir müssen uns ebenfalls bedanken bei Neko, der mit 6 Leuten geradet hat, und bei Defi, der mit 21 Leuten geradet hat. Damn! Fetter, saftiger Raid. So. Denn was mir gerade eingefallen ist, was wir jetzt auch noch tun müssen. Ah, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Wir kommen heute nicht mehr ins Bett. Wir haben die 350 Follower erreicht. Ich habe heute am Anfang des Streams gesagt, wäre cool, wenn wir das bis Ende des Monats schaffen, in den 3 Streams, die uns noch bleiben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das überhaupt noch schaffen, diesen Monat. Und jetzt einfach heute schon, die 350. Das ist schön. Das ist quasi nicht mehr weit bis zur 400. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur 500. Ah, nice. Mache ich dein Ziel voll? Ja, hast du wirklich. Und ich habe es nicht mal eingeblendet oder so. Ah, danke, Defi. Danke, danke. Ey, ich habe meine Stimmbänder heute dafür geopfert. Und bei den 500 Followern machen wir auch wieder irgendwas. 16-Stunden-Stream oder sowas, keine Ahnung. Aber noch viel wichtiger als die Follower, wenn wir aufs Creator-Dashboard gehen, durch diese verschenkten Subs haben wir etwas erreicht, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass wir das in absehbarer Zukunft erreichen. Wir haben einen zusätzlichen Emote-Slot und einen zusätzlichen Slot für ein animiertes Emote. Leute, gestern haben wir erst neue Emotes fertig gemacht. Wer hätte gedacht, dass wir die heute dann schon hier rüberbringen können? Übrigens, wie viele Subs habe ich jetzt eigentlich insgesamt? Weiß ich. Warte, kann ich ja nachgucken. Aktuell 17. Na gut, 25, das ist noch ein bisschen. Dann gibt's die nächsten. Ah, Leute. Ich wollte auch ins Bett. Aber gut. Das heißt, wir gehen jetzt nach BTTV. Nee, nicht... Doch, noch da. Nach BTTV. Und hier haben wir alle... Nee, nicht alle, aber einige von den Emotes verfügbar gemacht, für die wir auf Twitch keinen Platz mehr hatten. Und davon werden wir jetzt eins rüberziehen. Und jetzt müssen wir überlegen, welches. Welches dieser Emotes holen wir nach Twitch rüber, damit alle Subs die benutzen können, ohne erst BTTV downloaden zu müssen. Ich wäre für Bonk, für Panic. Or Note ist auch... Ist auch krass. Bonk, Note,
Panic? Vielleicht Stuhl oder Set? Ich weiß nicht, ihr müsst das entscheiden. Gute Nacht, Snuschi-Smusel. Und bis zum nächsten Mal, wenn du wieder einschaltest. Und ich winke dem Döner-Emote zurück. Hab gestern mein Follower-Ziel auf 10.000 gesetzt. Ganz bescheiden für den Anfang. Ja, let's go, Defi. Let's go. Mach Note animiert. Ja, Lavakeller. Das sagst du jetzt so, mach Note animiert. Da müsste Wolfo dasselbe Bild noch ein paar Mal malen mit verschiedenen Animationsphasen. Das kriegen wir jetzt so schnell nicht hin. Also, welches dieser Emotes nehmen wir rüber nach Twitch? Ich bin noch dabei, mich zu entscheiden. Wenn ihr nichts sagt, dann muss ich das entscheiden. Und? Ja. Trips angry, sagt Nick. Lavakeller beschwert sich, dass kein Jamaika dabei ist. Trips angry oder sad? Ja, die sind beide von Wolfo gemalt. Na, krass. Okay. Aktuell stellt sich also die Frage, angry oder sad? Dann, wenn kein anderer was sagt, entscheide ich mich für angry, weil ich glaube, dass dafür werden wir... Sad is on it. Hallo, Herr Niglit. Ich will sagen, dann nehmen wir angry von den beiden, weil ich glaube, das werden wir öfter verwenden können. Zack, let's go. Oh, Herr Niglit mit dem süßen Twitch-Ding da. Twitch-Emote. So, also Desktop. Content. Twitch, das muss ich mal umbenennen hier. Emotes. So. Macht viel mehr Sinn. Aktuell von BTTV. Twitch Angry. Zack. Hier ist es. Das heißt, hier aus BTTV kann ich das entfernen. Delete. Jetzt hierhin. Den leeren Slot. Bitte, rein da. Sag mir nicht, dass das nicht passt, dann raste ich aus. Doch, sehr gut, sehr gut. Härte 1. Angry. So. Und hochladen. Das war das erste. Und der zweite Schritt könnte jetzt schwierig werden. Das animierte Emote. Ja gut, wir können auch ein Standard-Emote animieren. Aber lass uns erstmal versuchen, ob eins von unseren bereits vorhandenen animierten Emotes, die haben wir auf 7TV, da reinpasst. Das Problem ist, die sind nicht quadratisch. Darum weiß ich nicht, ob das funktionieren wird. View Profile, so, ne? Das Scam-Emote. Hoffen wir, dass das Scam-Emote reinpasst, auch wenn es nicht quadratisch ist. Sonst bin ich traurig. Mach mir nicht traurig. Wo ist es? Hä? Hä? Moment mal. JKL, MNL. Ach, hier, da. Okay, cool. Bitte lass es funktionieren. Ah, oh, das fucking Bild ist nicht quadratisch. Ist doch scheißegal, Twitch. Mann, du. Bei 7TV stört es auch keinen, dass es nicht quadratisch ist. Ach, warum? Okay, was ist mit Guaditab? Das ist quadratisch. Was ist jetzt? Mal neu laden. Oh, ich hasse das.
Ich hasse das. Ja, das Problem ist... Ja, ich weiß nicht, Defi, wenn du... Kannst du das? Ich kann es nämlich nicht. Das quadratisch. Wenn uns das jemand machen kann, wäre ich sehr dankbar. Denn, oh, ist nicht quadratisch. Denn ich kann es leider einfach nicht. Ich bin zu schlecht dafür. Zu schlecht. Na, wo ist das andere Tab-Emote? Hier, B-Tab. Die sind alle nicht quadratisch. Man muss immer wieder neu laden, sonst geht das gar nicht. Ja, das wird auch nicht quadratisch genug sein. Ach, ihr verdammten Schweine. Okay. Wir können halt auch ein einfaches Emote animieren, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Gut, wir können Triggered machen. Ah, oh, Defi, das wäre ja der Shit. Wie kann ich es dir zukommen lassen? Du hast auch sicher einen Discord, ne? Und ich wollte doch schon so lange im Bett sein. Was? Nein. Zurück nach Twitch. So. Na, ich kann auch einfach hier. Da bist du. Da. So. Da. Übrigens Glückwunsch zu 78 Followern. Übrigens Glückwunsch zu 78 Followern. Übrigens Glückwunsch zu. Was? Sei ruhig, du. Achso, ich werde hier gerade. Ah, ja. Nee, kein Discord. Defi, wie lasse ich dir zukommen? Ah, Defi. Doch hab DC, da steht's. Ah, hier. Ja, war ja zu Discord, ist ja klar. Du. Was? Nee, lad doch jetzt hier bitte. Defis moderner Kindergarten, finde ich gut. So, da sind wir. Der Defi, wo ist er? Hier ist er. Eine Nachricht. Nee, eine Datei. Wo soll ich sie hochladen? Willkommen im modernen Kindergarten. Dieser Waste. Ui. Winke, winke. So. Datei hochladen. So, das Scam-Emote ist halt das älteste versprochene Emote, das wir hier haben. Was? Nee, oh, was mache ich denn wieder für dumm Scheiß? Quatsch. So, hier. Ah, oh, das sind quadratisch. Das wäre ein Träumchen, wäre das. Ein Träumchen. So. Nur, wie vertreiben wir uns jetzt die Zeit, während das in Arbeit ist? Ah, dieser Lavakeller, was? Waste? Hast du das noch nicht gesehen? Hier, Lavakeller. Du willst doch nicht sagen, dass Trips in Sailor Moon-Kostüm ein Waste war. Wir haben das jetzt im Stadtbildschirm. So, von wegen Waste. So. Ah. Hui, da sind wir wieder. Oh, Leute. Es ist schon wieder 3:30. Wir haben gegen 2 Uhr aufgehört mit Crusader Kings. Aber es ist wichtig. Ja, als Emote. Früher oder später kriegen wir das auch noch als Emote hin, Lavakeller. So. So, sollten wir das
Sollte Defi es hinkriegen, das Quadrat in Quadratform zu kriegen, dann können wir es hier hinladen. Und dann haben wir endlich nach einem halben, seit nach 7 Monaten das Scammy-Mode. Wie bekomme ich eigentlich ein 28x28 Bild hin? Da musst du Lavakeller fragen. Ich source das immer aus. Für Twitch-Kanalpunkte. Ja, das wird Lavakeller sicherlich für uns gemacht haben. Lavakeller, kannst du Defi da helfen? Bin damit total überfordert. Ja, ach so, das war nicht Defi. Ja, bei mir auch in OBS dieselbe Farbe. Joa, Lavakeller, kannst du dem Berliner Retro Gamer da helfen? Wie man das macht? Denn du bist ja, wenn es darum geht, Bilder in bestimmte quadratische Größen zu bringen, unser Pro. Was du? Ich habe eben Programme. Ja, du kannst ihm da auch bestimmt einen Tipp geben. Ja, schick. So, gucken wir mal hier, was ist hier? Ah, genau, das war das. Bonsoir Crusaders. Guck mal, hier wurden wir gefeatured. Ah, guck mal, Berliner Retro Gamer. Lava sagt, hier bei uns im Discord, kannst du es ihm mal schicken? Das Bild, das du in klein brauchst. Ein Dragon Ball, ja. Das wird ja sicherlich zu machen sein. Ist ja im Prinzip fast dasselbe wie bei uns. Alles klar. Do it, do it. Oh, da ist der DC. Ach, Monster am Chillen, das wirst du wohl sein. Die Fieser, gucken Sie bitte DC. Wo ist? Ich bin überfordert, zu viele Dinge. Nee, ehrlich gesagt, habe ich das nicht wahrgenommen. Hier? Nee, das habe ich ja geschickt. Was? Wo hast du es geschickt? Ach hier, da, jetzt, da ist es. Ja, gut genug. Das reicht uns, das reicht uns. Bild. Dann speichere ich das aber nicht als GIF, oder doch? Oh doch! Oh, wunderbar. Wunderbar. Uiuiui. So, zack. Dann kümmern wir uns weiter hier drum. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier 7 TV, dann Downloads. Das dumme alte Scam-Ding. Raus damit. Braucht kein Mensch mehr. Obwohl, ich auch nicht nach 7 TV rein, ist ja Quatsch. Sondern. Jetzt ganz einfach nur nach Emotes. So. Ah, nochmal umbenennen. Das ist jetzt nicht mehr Scam neu. Das ist jetzt einfach nur unser reguläres Scam-GIF. Und jetzt kommt der große Moment der Wahrheit. Ah, aber in Retro Gamer, mach einfach in allgemein von mir aus. Na, hier weg. Und let's go.
Unser, oh, wunderbar, ist das gut. Unser erstes eigenes in Gothic Phone gemaltes GIF. Und endlich, nach 7 Monaten, wo es versprochen war, das Scam-Emote. Hinaufladen. Da ist es. Ja, da ist es. Endlich. Und wir haben unsere Kanalpunkt-Geschichten hier jetzt auch wieder komplett ausgefüllt. Und dann zeig diese. Ja, let's go. Kurz neu laden hier. So, kurz refreshen. Und wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es! Eyo! Nice! Gut, man sieht jetzt vielleicht nicht so gut den Scam-Schriftzug. Aber egal. Wir wissen, dass es der Scam-Emote ist. Und alleine das zählt. Oder so in der Art. So. So, liebe Freunde. Jetzt sind wir wieder soweit. Ja, das ist halt immer original. Ja. Du musst da jetzt auch nicht noch dran rumschrauben. Du hast schon mehr als genug geholfen, dadurch, dass du dir die Mühe gemacht hast, das für uns jetzt noch schnell quadratisch zu basteln. Vielen Dank dafür. Und jetzt. Ach, guck mal, jetzt kommen die Leute auch zurück für den Raid. Wir haben die Credits gemacht. Dann ist jetzt tatsächlich das Letzte, was noch für uns zu tun bleibt, mit 21 Leuten irgendwem eine Riesenfreude zu machen. Hier ist jemand, der Crusader gerade mit 3 Zuschauern. Spielt jemand Zomboid? Hoppala, das ist wieder dieser komische Fake-Account hier. Da, Zomboid. Oh, jemand spielt Zomboid mit 2 Zuschauern. Noch besser. Noch besser. Warte mal, ich nehme euch hier mal mit auf die Reise. Das können wir dicker machen. Ja, es kommt ja vom Gothic Phone. Das ist eher trashig. Ja, aber das soll es auch ein bisschen sein. The Weed Smoker haben wir aber erst letztens schon geraidet. Guck mal. Oh, okay, Alter, der hat schon fast 1000 Follower. Na gut, dann finden wir vielleicht doch noch ein besseres Raid-Opfer. Ja, The Weed Smoker haben wir beim letzten oder vorletzten Mal geraidet. Wer war jetzt nochmal dieser Crusader hier? Farnest, ha? Huh? Hat zwar. Bitte laden Sie diese Seite korrekt. Hat zwar einen Zuschauer mehr, aber ungefähr 600 weniger Follower. Dann geben wir dem hier mal Vorzug. Ansonsten spielt jemand RimWorld. Finden wir da vielleicht noch jemand noch besseren? Ah, gar kein Deutscher mehr. Hearts of Iron. Höchstwahrscheinlich auch niemand. Nee. Ja, Geotastic sowieso nicht. Dann haben wir hier, glaube ich, wen gefunden. Auch jemanden, den wir noch nie hatten. Jo, da Weed Smoker haben wir gleich sogar schon 2-mal geraidet. Farnest, huh? Boah, es wird doch todesschnell gebaut, Alter. Guckst du. Oh, er hat hier ein Hündchen. Oh, er guckt doch bestimmt in den Chat, oder? Hast du noch Bock auf Fälle heute Nacht? Jo, er guckt in den Chat. Let's go, Leute. Let's go, wir haben wen. Und wer? Ihr springt jetzt noch ab. Twitch wird so oder so schon wieder nicht genug Leute mit raiden. Ja, moin. Twitch, komm, 6 hey, Zuschauer. Herr Trips, was geht ab, Digi? 10, 12, willkommen im Chat. 14, was machst du 17, so 19, 20? Okay, Twitch. Habe ich irgendwie noch nicht gecheckt.
Twitch, darauf lasse ich mich ein. Du nimmst nicht alle mit, okay. Aber alle bis auf einen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Also, ich wünsche euch allen eine wunderbare Nacht. Kommt schnell in den Schlaf. Träumt was Gutes. Wacht morgen super erholt auf. Und erfüllt morgen alle Ziele, die ihr euch setzt. Wir sehen uns wieder am Dienstag mit Hearts of Iron 4. Nochmal danke an die Raider, besonders an Defi für über 20 Raider. Und vielen Dank an den Berliner Retro Gamer für die dickste Subbomb, die wir hier je gesehen haben. 5 verfucking schenkte Subs. Damn! Warten nur noch 18 Zuschauer? Leute, wartet doch auf den Raid. Na gut, sei es drum. Aus Lavakeller. Auf Wiedersehen. Setz dich gerade hin. Und bis Dienstag. Herzen, Herzen, Herzen. Und ich bin den ersten Shit jetzt hier auf Architekt gegangen, gehe jetzt auf Gelehrter. Hallo VOD, Leute. Der will meinen einen Sohn ausbilden. Ja, komm, dann lassen wir den mal. Oh, damn, Herr Trips, Alter. Vielen lieben Dank für den Raid, Brudi. Krank, du hast ja voll gescoutet, was hier abgibt, bevor du raidest, ne? Willkommen, Leute. Willkommen, Nick Black. Willkommen, Dief ist modernes Leben. Ah, der freut sich. Geiler Name. Der freut sich. Krass, zockt ihr alle CK4, oder was? Was geht ab, Norabilis? Willkommen. Ah, guck mal, nice. Wie er sich freut. Nice, Bro. Er ist richtig happy. Ja, also, Kaung, soll ich nochmal vorstellen, was hier gerade abgeht in dem Run, Digga? Ja, du halt. Oder habt ihr das gerade mitbekommen? Wir sind ein bisschen am Chillen. Behält die Eigenschaft gerecht. Mein geiler Erbe oder zynisch. Ja, komm, dann halt gerecht. Do it. Okay, I do it. Wir sind ein Magnum von Skr. Skr, Skr. Ein Custom Character, griechisch-orthodox, Genius. Wir haben mit 16 angefangen. Wir haben eine Frau, unsere zweite Frau, die ist Amazone, Digga. Das ist unser wunderschönes Kind, was wir zusammen gemacht haben, was uns irgendwann vertreten wird, so, ne? Und wir haben Sevilla, Malaga eingenommen. Malaga, ja. Und unser Ziel ist es, uns irgendwann unter dem byzantinischen Kaiserreich unterzuordnen und für das oströmische Reich die Iberische Halbinsel zu erobern, ja. Und guck mal, wie swaggy wir sind, Digga. Also, ich wünschte, ich wäre so swaggy im Real Life, Digga. Und vorher, guck mal, die ist auch genauso swaggy, Junge. Einfach krank, ja, krank. Also ich wollte eigentlich gleich ausmachen, aber jetzt bei dem Raid muss ich halt echt tatsächlich noch ein bisschen länger machen wahrscheinlich. So sieht's aus. Also interessant ist jetzt erstmal hier die Kontrolle zu steigern und ein paar Gebäude zu bauen. Wir sind auf Architekt gegangen und gehen jetzt auch noch auf Gelehrter. So. Er hat sogar Ahnung. Für Developen und so. Wir haben ja hier diesen Rock von Gibraltar, Digga, was ich gar nicht wusste. Aber ja. Was geht bei euch so, Alter? Warum seid ihr doch so um diese Uhrzeit auch noch wach? Also seid ihr auch so gestört wie ich oder was? Pädagogik, Digga. Hört sich langweilig an. Hört sich auch langweilig an. Ja, irgendwo müssen wir anfangen. Jetzt. Yeah. Ganz normale Zeit. Ja, normal. Dief, Alter. Dief, was für gestoppt. Ganz ist das normale da, Zeit. Digga? Oh, CK3 im MP, Digga. Oh, ich würde das mal so gerne auch MP zocken, ne? Ich bin ja echt noch voll der Noob in dem Game. Digga, der Chat ist ja voll schlecht gemacht hier gerade, fällt mir auf. So. Ich würde auch mal gerne MP zocken. Könnte ich irgendwann mal mitzocken vielleicht so? So. Ich bin da doch ziemlich in der Noob drin. Ich habe in VOD, Leute. Ich bleib noch ein bisschen hier. Aber und nicht so. Zu euch sage ich wie immer, Fokus bis zum nächsten Mal.